Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Most Wanted. Und wir driven heute das Rennen gegen die Izzy. Wir haben ja jetzt alles fertig und wir fahren mit dem Toyota, wie gesagt. Gegner ist bereit, wir haben alles geschafft in der letzten Folge, juhu. Und dann fahren wir jetzt, ich denke, es wird schwer. Ja, gucken wir mal. Geht sofort los, zwei verschiedene Rennen, einmal Sprint, einmal Rundenkurs. Dann gucken wir mal, ne? Also der Mazda ist ziemlich cool, aber was mir gerade ziemlich Witziges aufgefallen ist... Moment, da muss ich erstmal den Ton leiser machen. Die Izzy ist ja eine Frau und wenn man mal darauf geachtet hat, im Auto saß ein Mann. Das ist halt diese Standardfigur, die da drin ist. Der sitzt auch bei uns drin, ne? Aber das fand ich gerade ziemlich amüsant. So, jetzt fahren wir aber das Rennen. Wir haben direkt mal den Turm weggehauen und die Izzy aufgehalten. Glaube ich, hoffe ich, glaube ich nicht, aber denke ich. Ja, mal sehen. Ich hoffe ja, dass wir ein neues Gebiet freischalten, aber ich glaube nicht. Wir haben nichts im Vorfeld dazu gesagt bekommen. Also glaube ich auch nicht, Mauszeiger, dass wir irgendwas Neues kriegen, gebietmäßig. Aber ich hoffe, dass wir das Auto kriegen. Das wäre schon ziemlich cool, wenn wir das Auto kriegen. So, und dann müssen wir jetzt reinhauen. Wir kriegen auf jeden Fall neue Upgrades freigeschaltet. Das steht fest. Was wir alles Neues kriegen, weiß ich nicht. Können wir uns natürlich dann in Ruhe anschauen. Neue Autos auch. Ich glaube, obwohl den Clio müssten wir uns schon holen können, soweit ich weiß, ne? Naja, müssen wir gleich mal schauen. Ich hoffe sehr, dass wir auf Anhieb beide Rennen gewinnen. Nicht so beim letzten Gegner, dass wir wirklich beide Rennen neu fahren mussten. Ja, das wird sich zeigen. Ich gebe natürlich mein Bestes, so wie immer. So, wir fahren einfach mitten durch. Ich habe jetzt... keine Lust, hier irgendwelche Pseudo-Abkürzungen zu nehmen, die dann im Endeffekt doch nichts abkürzen. So, bis jetzt läuft es noch ganz, sagen wir mal, optimal. Ganz gut. Aber alter Schwede, ich verliere teilweise hier in solchen Kurven schon ein bisschen so die Kontrolle, ne? Dann fährt er sich etwas schwer, aber die Izzy, ne, die hängt irgendwo da hinten. Wir haben jetzt schon 75%. Ich glaube, das erste Rennen gewinnen wir, wenn wir jetzt keinen fetten Fehler machen. Dann ist das Ding geritzt. Das finde ich super. Dann gehen wir einfach mal Vollgas. Alter, haben wir einen Vorsprung. Läuft da richtig gut. Ich bin beeindruckt. Boah, aber ich muss sagen, ich bin ja vorher die ganze Zeit mit dem Punto gefahren. Das ist echt ein krasser Unterschied. Alter Schwede. Hätte ich nicht gedacht. So, erstes Rennen gewonnen. Das ging erstaunlich schnell. Habe ich nicht mit gerechnet. Aber wir gucken mal. Das zweite Rennen ist ja ein Circuit. Und diesmal dürfen wir cool auftreten. Wahrscheinlich genauso wie immer. Nee, doch nicht. Wir fahren einfach langsam von hinten an, naja. Gut, zwei Runden haben wir Zeit. Da müssen wir jetzt Vollgas geben und immer schön vorne bleiben. Solange wir vorne sind, ist alles gut. Oh, hier fahren wir. Okay, dann fahren wir direkt die Abkürzung hier. In der Hoffnung, dass es uns einfach mal jede Menge Vorsprung bringt, aber sie fährt auch daher. Oh, und dann fitscht die da auch so schön. Oh, da dreht sie sich. Krass, was ist denn da passiert? Okay, das müssen wir nutzen. Haben wir schon mal einen fetten Vorsprung. Das ist gut. Jetzt ist nur zu hoffen, dass die Rundenlänge nicht zu groß ist, aber auch nicht zu klein. Dass wir das Ganze locker gewinnen können. Aber ich befürchte, dass sie gleich wieder näher kommt. Trotz Riesenvorsprung, ja. Nein, 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 nein. So, wir fahren schön außen rum. Mir ist nämlich aufgefallen, dass man hier außen richtig krass beschleunigen kann. Dass die Abkürzung zwar gut ist, aber hier ist wirklich viel besser. Hier kann man... schön Speed holen. Aber irgendwie... Aber die kommt echt nicht mehr näher. Hallo? Das ist doch lang... Jetzt kommt sie näher. Na super. Hätte ich mal nichts gesagt. Ich wollte schon fast sagen, das wäre doch langweilig, aber... So, ich bin falsch gefahren. Super. Hätte ich oben rum... Wäre ich oben rum gefahren, wäre es besser gewesen, aber... Okay, kann man nichts machen. Gut, ist jetzt auch nicht so... Jetzt dreht sie sich schon wieder. Ist ja krass. Was macht die da hinten? Also, ist zwar jetzt sehr frauenfeindlich, aber Frau am Steuer ungeheuer, wa? Das trifft ja richtig zu hier. Ist ja voll krass, was macht die da? Schade, wir können hier links nicht abkürzen. Richtig schade. Wir hätten noch mal ein bisschen Vorsprung gewinnen können.
Weil ich glaube, die Abkürzung hätte sie nicht unbedingt genommen. Aber wo ist sie denn? Okay, jetzt kommt sie auch langsam hier hoch. Na, vielleicht macht sie ja noch ein bisschen was an Strecke gut. Man weiß es nicht. Ich hoffe ja nicht. Das wäre ja vorteilhaft für uns. Wow, da ist kurz hängen geblieben. Wenn sie schön weit hinten bleibt. Aber jetzt kommt sie näher. Jetzt haut sie richtig rein, wa? Hm, schade. Schön wäre es gewesen. Hätten wir so ein richtig lockeres Rennen gehabt. Aber gut. Wer weiß, vielleicht macht sie ja gleich nochmal denselben Fehler. Welchen sie auch immer gemacht hat. Dass sie sich so komisch gedreht hat. Ja, die kommt mir gefährlich nah, alter Schwede. Jetzt dürfen wir keinen Fehler machen, weil ich glaube, dann ist vorbei. Ein Fehler und das war's. So, aber die Kurve hier... Na, ich hasse diese Kurve hier. Jetzt ist sie ziemlich nah, alter Schwede. Und... Ah, okay, die Kurve hat sie verdammt gut genommen. Das war schnell. Ah, jetzt müssen wir wieder Gas geben. Wir hatten ja es geschafft, so schnell nahe zu kommen, alter Schwede. Schade, dass mit Frau am Heuer Frau am Steuer ungeheuer. Ja, Frau am Heuer. Ja, ist auch witzig. Alter, die überholt uns gleich. Nein, geh weg. Fahr weg, genau, fahr weg. Mach einen Fehler. Ist mir egal. Nein, jetzt mache ich einen Fehler. Okay, die Abkürzung fahren ist jetzt völlig wurscht. So, okay, sie überholt nicht gut. Ist in uns reingefahren. Schön, dass der Toyota so breit ist. Na super, jetzt wegdrängen. Nein! Okay, das hat es bis jetzt ganz gut gebracht. Mist. Mist. Geh weg, geh weg, geh weg. Mist, 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 Mist. Jetzt müssen wir richtig Gas geben. Jetzt ist es überholt. Ist ja krass. Boah, jetzt müssen wir echt jede Menge Zeit gut machen. Hallo? Werd doch langsamer. Irgendwie habe ich ein ganz schlechtes Gefühl gerade. Dann fliegen wir. Oh nein, das sieht zwar cool aus, aber fliegen ist nicht gut. Gut, und jetzt schön. Super, ich hasse diese Kurve, habe ich das schon mal gesagt? Ich hasse sie einfach. Jetzt mal gucken, da oben in der Kurve müssten wir hoffentlich gut Zeit gut machen. Wie geht das, ey? Also wenn ich diesen Fehler gemacht hätte, hätte ich niemals so viel Zeit gut machen können. Ich glaube, das geht gar nicht. Das ist jetzt einfach nur, weil... ein ziemlich unausgeglichenes Rennen war am Anfang, das dann einfach so vom Spiel selbst, dass es so gemacht ist, dass es, ja, fairer in Anführungsstrichen wird. Ja, es ist für beide dann im Endeffekt schon fairer, aber ich find's doof, weil ich hätte sonst gewonnen und jetzt, glaube ich, gewinne ich nicht. Und irgendwie beschleunigt mir der Nissan hier, ach, der Nissan, sag ich schon, der Toyota zu langsam, aber wir sind wieder vorne. Mist. Wir könnten es schaffen, wir könnten es schaffen. Ja, wir haben guten Vorsprung, wir schaffen... Nein, 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 ja! Boah, war das scheiße knapp. Wir haben es geschafft. Puh, 8000. Krass, wir haben beide Rennen gewonnen. Ja, ha, defeated. Hey, cool, kommt sogar. So, jetzt können wir zwei Marker aussuchen. Ich hätte ja gern das Auto, ne? Als allererstes nehme ich rechts. Oh, und dann in der Mitte. Ja, wir haben das Auto. Ja, Mensch, habe ich ein Glück. Gut, was ist denn das? Achso, nochmal Impound Strike. Haben wir schon zwei. Haben wir nicht einen gebraucht bisher, aber... Gut, Blacklist Nummer 11. Das ist der nächste Gegner. Was fährt er denn? Big Lou. Aha. Was fährt er denn? Mitsubishi Eclipse kenne ich doch. Ja, dann gucken wir mal. Big Clou, der Typ mit dem Tiger-Katzi-Tazi auf dem Auto. Oh, da kriegen wir einen Anruf. Guess Izzy's racing days are over. Keep burning them up. I'll catch you later. Okay, machen wir. Gut, dann zu allererst, der will uns zwar jetzt, glaube ich, hier erstmal in den Shop schicken. Nur Shop schicken. Zu allererst gucken wir aber mal. Wir haben ja ein neues Auto. Dann fahren wir mal eine Runde. Dann gucken wir uns den mal an. So, wo haben wir den denn? Car Select. Ja, geil. Accept. Dann fahren wir mal eine kleine Runde. Zack. So. Dann gucken wir uns den mal an. Mal sehen, wie der sich so fahren tut. Ja, hört sich schon mal nicht schlecht an.
Fährt sich auch nicht schlecht jetzt hier so. So, dann gucken wir mal, was kann man denn im Shop machen? Was hat da drinne? Was gibt's so? So, dann Parts. Haben wir was Neues freigeschaltet. Aber ich glaube, für den hier haben wir nichts. Doch, Buddy Kit 3 und 4 geht nicht. 4 sieht auch nicht so aus und 5. Ja, aber das, was er drauf hat, das gefällt mir schon ganz gut. Ja, das lassen wir mal. So, Spoiler und so, das lassen wir auch. Performance, haben wir denn was Neues? Ich glaube ja nicht, ne? Doch, Pro. Wir haben Engine, eine neue Engine haben wir. Kostet 14.000, haben wir noch nicht mal zusammen. Dann haben wir Transmission, haben wir auch was Neues. Jetzt habe ich nicht richtig geguckt. Haben wir auch was Neues, kostet 12.000. Könnten wir uns leisten, aber das wäre mir zu viel im Moment. Dann Suspension haben wir nichts Neues. Dann Nitro haben wir, Moment, auch nichts Neues. Reifen haben wir auch keine neuen. Bremsen haben wir auch, aber diese Pro, ich glaube, die hatten wir vorher schon. Die sind jetzt auch nicht so teuer, aber die lasse ich erstmal raus. Und dann haben wir keinen neuen Turbo. Gut, die Farbe gefällt mir, dann würde ich den so lassen und dann machen wir hier eine kleine Pause. Dann hoffe ich, dass euch diese Folge hier gefallen hat und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen und dann fahren wir eine kleine Runde mit dem hier. Gut, dann sage ich...